Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Heute sind wir mal wieder mit der Kamera unterwegs und zwar geht es diesmal um das Thema Fotografieren von Porträts bei Gegenlicht. Viel Spaß! Es ist Sommer, es ist richtig schön warm und am Tag teilweise zu warm. Deswegen ist natürlich am besten, wenn ihr erst abend rausgeht zum Fotografieren, wenn die Sonne schön tief steht, dann habt ihr erstmal dieses schöne goldene Sonnenlicht und auch von der Lichtstimmung sieht das Ganze sehr, sehr schön aus. Deswegen ist das natürlich eine tolle Zeit, um Porträts zu fotografieren und dann auch diese Gegenlichtaufnahmen zu machen. Wenn ihr Porträts mit Gegenlicht fotografiert, habt ihr natürlich das Problem, dass ihr unheimliche Schwierigkeiten mit der richtigen Belichtung bekommt. Auf der einen Seite entweder ist der Himmel zu hell oder aber auch die Person im Vordergrund zu dunkel. Beides zugleich funktioniert so ohne Hilfsmittel nicht. Deswegen gibt es verschiedene Varianten, wie man das Ganze ausgleichen kann. Variante 1 wäre zum Beispiel so ein Faltreflektor. Da habt ihr verschiedene Beschichtungen drauf, entweder mit der goldenen Folie oder der silbernen Folie. Ich habe hier zwei Beispielbilder, wie das Ganze aussieht. Bei der goldenen Folie sieht das Gesicht natürlich sehr schön golden aus, aber dem einen oder anderen ist das vielleicht ein bisschen zu stark. Deswegen ansonsten die silberne Folie benutzen, einfach damit das Ganze ein bisschen heller, ein bisschen kälter aussieht. Aber im Notfall könnt ihr das natürlich auch noch in Photoshop etwas anpassen oder in Lightroom, damit die Farbtemperaturen im Bild stimmig sind. Zusätzlich zum Faltreflektor gibt es natürlich auch die Variante, dass man mit einem Blitzlicht fotografiert. Beim Blitzlicht müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr zunächst einmal den Himmel richtig belichtet. Das heißt also, ihr stellt eure Belichtungszeit so ein, dass ihr alle Strukturen im Himmel habt, dass das Ganze schön aussieht. Und die Person im Vordergrund wird dann mit dem Blitzlicht extra belichtet. Was besonders gut ist, wenn ihr vor eurem Blitzlicht einen Diffusor habt. Heißt also, ihr könnt auch hier entweder euren Faltreflektor einsetzen, der hat ja in der Mitte diesen Diffusor, den ihr einfach vor das Blitzlicht halten könnt. Oder ihr habt sogar richtig so einen Blitzschirm, so einen Diffusor, wo das Blitzlicht eingebaut wird, wo dann die Person auch schön gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Beim Blitzlicht müsst ihr noch darauf achten, ihr solltet die Verschlusszeit nicht kürzer als 1/125 nehmen, ist ein bisschen auch abhängig von der Kamera, aber mit 1/125 solltet ihr auf der sicheren Seite sein. Ansonsten kann es passieren, dass das Licht vielleicht nur im Gesicht schön ausgeleuchtet ist oder das Gesicht. Wenn ihr dann in den unteren oder oberen Bereich geht, habt ihr solche schwarzen Balken, heißt also, das Licht kann nicht mehr richtig sich im Bild verteilen. Deswegen die Verschlusszeit bei der Blitz oder bei den Blitzgeräten nicht zu kurz wählen. Das Ganze sieht dann am Ende so aus. Hier habe ich noch ein Beispielbild für euch. Ihr seht dann Personen oder ich bin dann gut ausgeleuchtet. Im Hintergrund habt ihr trotzdem schön die Struktur vom Himmel noch im Bild zu sehen. Und das Ganze stimmig und den Rest könnt ihr dann natürlich noch in Photoshop bearbeiten. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!